Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, normales Tageshoroskop. Montag, 29.03.2021, ein keltischer Sonntag, also ein durchwegs guter Tag. Was fällt uns bei diesem Horoskop auf? 9 Planeten auf der linken Hemisphäre, ein Planet auf der rechten Seite. Das heißt, es geht wieder sehr, sehr stark, wie es auch die Karten gezeigt haben, um unsere individuelle persönliche Entwicklung. Zwei Häuser sind besonders stark besetzt, und zwar das erste Haus mit 3 Planeten und das 12. Haus mit 3 Planeten. Ich würde fast sagen mit 4 Planeten. Warum? Weil der Herrscher von 12, der Uranus, Spitze 12 im Wassermann, im ersten Haus steht. Also der Dauerbrenner, den wir, glaube ich, schon seit Ewigkeiten im Horoskop haben. Lüge, Betrug, Manipulation, Verschwörung gegen die Menschheit im ersten Haus und in dem Fall gegen Deutschland. Wir leben derzeit in einer Phase großen Erwachens und ich möchte euch da auch ein Buch empfehlen, das wurde mir zugesandt und ich möchte das an euch weitergeben. Das heißt, als das Raumschiff Athena die Erde kippte, heißt das ja. Hier ist dann der Originaltitel nochmal. Als das Raumschiff Athena die Erde kippte, Kurt Schildmann wird hier als, oder entpuppt sich hier als große Koryphäe. Interessant ist, dass er so gut wie völlig unbekannt ist. Dafür kennen wir seine Bücher, ja. Zecharia Sitchin, also der 12. Planet, Gesandte des Kosmos, auch von Sitchin, oder zum Beispiel Versunkene Reiche, ja, auch von Zecharia Sitchin. Interessanterweise kennt die halbe Welt Sitchin, aber ein Schildmann, der meines Erachtens ein wesentlich größerer Gigant als Sitchin ist, kennt keiner. Aber vermutlich ist er halt bei der, ich vermute mal, falschen Glaubensgemeinschaft, man weiß es nicht, ja. Aber das sind halt nur wieder bösartige Mutmaßungen meinerseits. Es gibt einen Download, hat 364 Seiten das Buch. Interessanterweise hat es aber nur 100 Seiten, gehen wir mal hier vorne, das Buch hört auf bei Seite 104 und die restlichen 262 Seiten sind dann Originaltexte, die er dann auch mit seinen Übersetzungen, wenn ihr hier schaut, unglaublich spannende Auflösungen. Ja? Also zum Beispiel, ich habe mir ein Beispiel rausgeschrieben, Elefant, das erste, die oberste Zeile ist akkadisch, sumerisch, hier unterhalb griechisch, semitisch oder hebräisch und unterhalb dann in Sanskrit. Einmal von links nach rechts, einmal von rechts nach links, einmal von links nach rechts. Also das soll Pil heißen, das heißt Alep, also Aleph, der Elefant, der Elefant, Elefantis, 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 kennen wir, gehört zu den Giganten unseres Planeten und im Zusammenhang mit den Giganten unseres Planeten möchte ich dann natürlich auch aber im nächsten Teil die Tucker Carlson Show nicht unerwähnt lassen. Hey man, what I'm gonna do here, what's going on here? Wir wissen es alle nicht. Weiter zum vierten Teil. Ende.